So, herzlich willkommen zu Back to Saturn X2 Map 11. Ja, ich weiß, eigentlich müsste jetzt von dem Wechsel her wieder Doom Eternal dran sein, aber irgendwie habe ich gerade wieder ein bisschen Bock auf Doom for Doom, von daher, ne, es ist ja immer noch ein Spaßprojekt alles, ne, von daher, wenn ich halt mehr Spaß auf Doom for Doom habe, dann gebe ich Doom for Doom natürlich auch einen Vorzug. Wer damit ein Problem hat, komm doch zu mir, Digga, dann kann ich ein bisschen Keil und ein bisschen Kaffee und Kuchen. Ja, das heißt, Back to Saturn X, ist das Richtige? Ja. Ah, ich weiß nicht. Sonne blendet gerade, ich glaube, ich aktiviere gleich mal im Voraus von den Gamma-Wert. Ja. Ja, doch, kann man machen. Ja. Also mein Bildschirm ist jetzt gerade komplett schwarz-weiß, ne? Also alles, was hier im Fenster schwarz ist, ist auch bei mir schwarz. Alles andere, das alles hier, ist bei mir gerade weiß. Einfach nur weiß. Stimmt nicht ganz. Hier sehe ich gelb, was auch immer davor da war. Aber der Gamma-Wert ist gerade einfach so hoch, dass ich nur noch schwarz und weiß und Primärfarben sehe. Also hier ist bei mir komplett gelb. Hier unten das Symbol ist bei mir komplett. Achso, das seht ihr gar nicht mehr. Na und egal, auf jeden Fall ist hier unten ein komplett rotes Symbol und meine Prozessorleiste hier unten ist komplett hellgrün. Mit Gamma-Werten. Ach, das war das ja Half-Life-Symbol. Ah, na schau mal an. Lol. Ja gut, okay. Nicht so viel rumspielen. Sondern einfach mal direkt starten hier. 1,25 als Gamma-Wert sollten reichen. Ist auch schon. Der Vorteil ist, ihr merkt davon ja gar nichts. Das heißt, ich kann hier rumspielen, wie ich möchte. Euren Zuschauergenuss trübt es nicht. Das Einzige, was euch trübt, ist Kack-YouTube, weil Kack-YouTube natürlich die Videoqualität runtersetzt. Und wenn die Spiele sehr dunkel sind, dann sehe ich... Rage. Brutal. Without mercy. But you are worse. Rip and tear. Until it is done. Ja, was ich sagen wollte, keine Ahnung, ob man mich jetzt davon versteht. Das hört sich gerade ganz schön laut an. Ja, auf jeden Fall, wenn es sehr hell ist, dann sehe ich nichts, weil ich auf meinem Bildschirm nicht sehe. Und ihr seht nichts, weil die dunklen Stellen von YouTube einfach so komplett rausretuschiert werden. Danke dafür. Gut, Back to Saturn, das müsste das hier sein, ne? Ja, doch, Level 11. Genau, Map 11. Okay. Keine Tür? Hallo? Ach da. Oh my wow. Hä? Okay, die Map beginnt sehr ruhig. Ja, da war ja was. Keine Monster, keine Secrets, nichts. Ich weiß nicht, ist Back to Saturn X2 immer noch in Arbeit oder ist es einfach so gewollt, dass es auch ab und zu mal Maps gibt, wo einfach absolut gar nichts ist? Auf jeden Fall ist unten eine ganze Menge. Die Sache ist, wenn es keine Secret gibt, dann lohnt sich das eigentlich die Map auch gar nicht zu erkunden. Aber es sieht halt irgendwie trotzdem hier überall so schön aus. Aha, hier kommt man schon mal gar nicht lang. Da hinten ist eine Treppe. Ah, danke. Wow, jetzt bin ich wieder oben. Ha! Weil ich glaube, Gamma-Wert von 1,25 war doch ein bisschen zu dunkel. Ich meine, ich erkenne alles, aber meine Augen tun gerade irgendwie so ein bisschen so weh, wie so nach dem Motto. Ich muss mich zu sehr auf das Bild konzentrieren und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Gamma-Wert zu niedrig ist. Oder es draußen halt zu hell ist für den Gamma-Wert, den ich gerade habe.
Point? Kann man nicht rüber. Sie sieht auch schon echt geil aus hier. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Oh, Alter, ja, hier ist es viel zu dunkel. Okay, ich mache noch mal ganz kurz hier. Gamma wird ein bisschen höher. Ist mir hier echt zu dunkel. Ja, danke dafür. Komm hier, bam. Ja, schon besser. Schon besser. Sehr schön. Mega. Was ist das denn? Hä? Optische Täuschung? Oh, nicey dicey. Ich meine, ich weiß ja, wie es funktioniert, weil nämlich hier einfach eine transparente Textur gemacht ist und da ja Doom das hier nicht weiter rendert, deswegen ist praktisch hier drin texturiert. Und weil hier eine transparente Textur ist, rendert er dort nicht transparent, das was als nächstes kommen würde, sondern die Doom Engine rendert bei einer transparenten Textur direkt den Himmel. Und dementsprechend sieht man hier halt auch direkt den Himmel, obwohl man eigentlich eher das sehen müsste, was da ist. Aber ja, das ist so eins der netten Gimmicks, die tatsächlich halt so typisch Doom sind. Eins dieser Spielereien, die man mit Doom machen kann. Und die auch GZ Doom sehr gut simuliert. Weil hier ist ja alles eine reelle 3D-Umgebung. Heißt also, das Ganze hier ist OpenGL gerendert von der Grafikkarte. Aber trotzdem ist das hier halt so nachgebildet. Und das ist geil. So, die Frage ist, hier ist was Rotes. Hier kommen wir also auch nicht lang. Oder auch doch. Keine Chipkarten? Kann ich das nicht auch aufmachen? Nee, da muss man irgendwas machen. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Hä? Moment mal, wo haben wir gerade aufgemacht? Hä? Wann ist hier? Ach, hier. Ah! Ah, lol. Also da ist das Exit. Ich wollte aber noch gar nicht zum Exit. Gut, ich speichere mal hier ganz kurz. Dann können wir zumindest schon mal, ne? Können wir denn gleich zum Exit gehen, wenn wir denn soweit sind? Ist das überhaupt Exit? Ja, es ist Exit. Aber ich wollte eigentlich nochmal hier ein bisschen die Welt erkunden. Die Frage ist, kann ich zurück? Ja, kann ich. Sehr schön. Auf jeden Fall scheint das hier wirklich das Zentrum der Map zu sein. Sieht hier auch so aus wie so ein Kolosseum oder wie so ein Weltenportal. Weil das hier hat schon sowas Portal-ähnliches, ne? Die Frage ist, wo geht jetzt hier weiter? Also von hier kommen wir, ne? Genau. Wie kriegen wir das Ding da runter? Weil das müsste ja denn das hier öffnen, ne? Ich bin gerade ein bisschen gefragt, geht hier noch weiter? Ja, hier geht es noch weiter. Ach gut, ich gucke jetzt mal, was da so ist. Ja, da kommen wir nicht lang. Gehen wir mal hier rein. Aha, ja, kommen wir der Sache schon näher. Hier ist eine Tür. Hier konnten wir aber auch von Anfang an hin, ne? Weil wir fahren ja da oben drauf. Das heißt, wir konnten hier tatsächlich auch schon von Anfang an hin. Es ist also kein Secret. Aber hier ist das Ding wieder. Wo ich auch nicht weiß, wie man das aufmacht. Genau, da geht es dahin, wo wir gerade waren. Ja, und hier geht's wieder raus. Oh, falsche Tassen. So, hier drin ist was Blaues. So, auf jeden Fall geht's hinten noch weiter. Da hinten geht es noch ganz, ganz weit. Die sieht man ja jetzt hier links auf der Map. Da geht es auf jeden Fall noch weiter. Heißt also hier hinter. Ja, genau, hier hinter. Die Tür hat definitiv auch noch eine Funktion. Boah, Alter, das gibt's doch gar nicht. Also, auch wenn es in dieser Map keine Monster gibt, so scheint es doch ein paar Secrets zu geben. Oder zumindest Sachen, die man so bewundern kann. Weil reine Secrets gibt es ja auch nicht. Steht ja auch 0 von 0. Ne? Von daher gibt es hier direkt als Secret markierte Bereiche gibt es hier keine. Kann man da runter? Ja, kann man auch runter. Alter, ich will hier überall hin. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Also, hier war nur der eine Schalter. Den haben wir bereits gedrückt. Ich gehe mal nochmal zum Ziel und guck mal, ob hier noch irgendwelche Sachen, irgendwelche Schalter sind.
Hier komme ich auch nicht rüber. Hier ist auch nichts. Also, das ist Exit-Banner. Sag mal, hier muss doch irgendwas sein, wofür es sich lohnt zu sterben. Alter, ich hätte jetzt gerne. Nee, ich hätte gerne hier alle Secrets. Achso. War gerade von der Waffe. Weil als ich hier gerade geschossen habe, da siehst du, da wird so ganz kurz heller. Ich dachte, das ist schon so ein geheimer Schalter, aber es ist einfach nur, weil ja mein Spray erzeugt ja Licht und dementsprechend leuchtet es. Sieht man auch hier, wenn es dunkel ist, wird es auch kurz heller. Bam. Und man sollte auch im Echten übrigens nicht direkt von der Wand schießen, ne? Also bitte nicht nachmachen. Sowieso überhaupt alles nicht nachmachen. Vor allen Dingen nicht mit echten Waffen, also, ne? Ist immer noch ein Ballerspiel und auch wenn die Politiker es anders sehen, ein Ballerspiel ist immer noch ein Spiel. Also das alles bitte in der Realität nicht nachmachen. Was sowieso schwer wird, weil es in der Realität keine Imps gibt. Und keine Kakodemon und keine Cyberdemon. Digga, Alter, einfach mal so Cyberdemon in der Realität. Die Menschheit wäre gefickt. Aber sowas von gefickt. Alter. Mann, wo kommen wir denn hier weiter? Ich cheate gleich. Okay, wir gucken mal in der Map, ob wir hier in der Map etwas Sinnvolles finden. Nö. Gar nichts. Gar nichts. Das ist doch verrückt, ey. So, hier, genau, hier war der Bereich, wo wir gerade eben schon waren. Mal Quatsch, hier raufspringen ist ja auch Schwachsinn, weil im Vanilla-Doom kann man ja nicht springen. Dann ist auch noch eine Tür. Kann ich da irgendwie hin? Hier muss es doch irgendwas geben. Womit sich der ganze Aufwand lohnt. Aufwert, klar. Der ganze Aufwand lohnt. Wisst ihr was? Einfach, weil es jetzt so zu lange dauern würde fürs Let's Play, mache ich einfach mal etwas, was ich im Let's Play öfters tue. Was ich persönlich ein bisschen blöd finde, aber gut. Und zwar gucken wir mal, wo die Schlüssel sind. Also wir brauchen einen blauen Schlüssel und einen roten Schlüssel. Achso, ich muss ja nochmal drücken. 1DDT. So, blauer Schlüssel. Ach, da hinten ist auch noch dieser, ein riesiger Bereich. Da hinten geht es auch irgendwo hin. Wahrscheinlich ist das ein Secret Exit, kann das sein? Das ist eine blaue Doppeltür. Momentchen mal. Wir werden von da in den Raum teleportiert. Aber wie werden wir schon in den Raum teleportiert? Ist denn noch ein? Da muss es ja noch einen Teleporter geben. Vor allen Dingen sehe ich nirgendwo Schlüssel. Das heißt, die ganzen Sachen werden alle nicht per Schlüssel geöffnet, sondern ja, per Schalter oder irgendwie so. Ist ja schon verrückt. Ist ja schon echt hart verrückt. Och Mann, ich will gerne alles irgendwie, ne? Ich will alles haben. Ist hier irgendwas? Nee, jetzt muss dieser eine Schalter. Da oben sind so hoffenweise so Sachen, aber die Frage ist, was ist Optik und was ist sinnvoll?
Wie kommen wir hier zur anderen Seite? Da ist auf jeden Fall ein Weg. Aber wie kommen wir auf die. Wie kommen wir auf die. Das ist Bescheid hier. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja klar, das ist ja denn. Das ist ja wahrscheinlich die Tür hier. Aber wie kriegen wir diesen gottverdammten Schalter da auf? Übersehe ich irgendwas Grundsolides oder bin ich einfach nur dumm oder. Also gehen wir mal gucken. Also hier sind auf jeden Fall blaue Flächen. Was sind diese? Achso, die blauen Flächen sind die Teleporter. Okay. Das erklärt einiges. Ja. Dennoch besteht die Frage, oder dennoch ist die Frage. Was muss ich tun, um hier irgendwie noch weiterzukommen in einen anderen neuen Bereich? Die Tür geht nicht auf. Hier ist nichts. Hier sind diese beiden Dinger, die ich auch nicht runterbekomme. Oh, da steht Warnung. Kauschen. Ich gehe noch mal hoch, ne? Vielleicht ist da hier oben doch etwas, was ich übersehen habe. Ich habe keine Ahnung. Was ich von hier oben abschießen muss? Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas ist, was man abschießen muss oder ob es ein Schalter ist, den man so nochmal drücken. Ne, hier gibt es bloß den einen Schalter. Den haben wir bereits gedrückt. Der war ja hierfür. Oder muss ich von hier aus irgendwo hinspringen? Da hinten sollte sieht so aus, als wenn man da hin. Ja, klar! Ja, wow. Okay. Das war ja jetzt mal, also. Sowas kann natürlich nur ein Ronny verpassen. Sowas Simples, klar. Ja, es tut mir leid, auch ich bin nur ein. Naja. Vollidiot. Keine Ahnung. Okay, das heißt also, wir müssen. Wo war das jetzt? Da war das. Hier so hin und dann einmal. Yay! Schau mal einer an. Okay. Was? Achso, hier geht's weiter. Nein, lass nicht Ende sein. Hä? Okay. So, okay. Normalerweise kann man ja nicht springen, aber. Das war's schon? Nein, hier muss irgendwas geben. Es muss irgendwas geben. Bitte, bitte, bitte. Nein! Das kann's nicht gewesen sein. Oh, schwarze Textur. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Das glaube ich nicht. Gibt es hier noch was anderes, wo ich raufspringen kann von hier aus irgendwie? Ne, alles andere ist zu weit weg. Oder zu niedrig. Ja, sag mal, ich dachte, da hinten gibt es irgendwie so einen Gang nach da hinten irgendwie so. Aber, oh, ich habe immer noch die Idee. Ich gehe mal nochmal dahin, dahin. Vielleicht kann man ja aus der Richtung irgendwas abschießen. Aber hier ist nichts, was irgendwie wie Schalter oder sowas aussieht. Oh, diese Gitter hier gehen mir aber auch hart auf den Sack. Hier geht's überall noch hin. Na gut, dann lassen wir das mal. Ich glaube mal, das dauert hier definitiv. Das wird ja. Ne. Schade. Wäre geil gewesen, aber gut. Könnt ihr selber mal rausfinden, ne? Könnt ihr auch mal Back to Saturn X2 spielen. Also mal gucken, vielleicht findet ihr hier irgendwie einen Weg raus. Ich werde die Map definitiv auch nochmal privat spielen. Weil da kann ich mir wirklich Zeit nehmen. Und wenn ich denn 3 Stunden brauche, ist auch kein Problem. Aber ja. Ich möchte jetzt hier im Let's Play keine 3 Stunden dafür verausgraben.
das wäre definitiv nicht so gut. Gut, in dem Sinne war es eine sehr unterhaltsame Map. Nicht, aber eine sehr schöne Map. I had almost forgotten the Malik. Warum so viele Fremdwörter? But it had not forgotten me? Heißt das forgotten? What is this conf. Kein Bock mehr. Zu viele abstrakte Wörter. So, also wie sieht's hier aus? Schrift und Schrift und 215. Das ist doch wieder eine normale Map. Sehr schön. Dann, nein, da war richtig. Dann würde ich mal sagen, schau mit V. Ja. Für die, die nur dumm gucken, bis morgen. Ansonsten kommt denn ja für euch nachher. Ich habe die ja schon aufgenommen. Clicker Heroes. Schau mit V.